Sitakoises Ulysses. Aber er konnte das Maul nicht halten, der Poet. Weder bei Polyphem hat er das Maul gehalten, um sich niemand zu nennen, noch bei Kirke, noch bei den Phäaken, als er die Königstochter mit dem schönsten Lobpreis der griechischen Lyrik belämmerte. Und er nackt und bloß war, aber die Waffe des beredten Mannes dennoch zu zücken wusste in seiner Verwilderung.